Schlimmer wird's nimmer, denken sich Deutschlands Wähler nach den in die halbe Ewigkeit gezogenen Abschiedsjahren Merkels, der längst dienenden Lame Duck deutscher Innenpolitik. Stoisch und stur, einsam und verbissen, kämpfte die Alte im Kanzleramt nicht mehr um ihre Landsleute, sondern um jeden Tag in ihrem Sessel. Die präsumtiven Nachfolger wie einst Annegret Kramp-Karrenbauer, der Zungenbrecher, gegenwärtig Laschet und ja selbst Söder waren und sind doch nur mehr das Kanonenfutter, die in die Jahre gekommenen Jugendkandidaten nach der Ära der verbrannten Erde, behäbige, machtversessene Silberrücken, die nun ins Feuer geschickt werden für die längst verlorene Schlacht um das verspielte Kanzleramt. Der Krug geht eben so lange zum Brunnen, bis er bricht. Schlimmer wird's nimmer, denken sich die Bürger angesichts dieser Bilanz des Scheiterns, der Arbeitslosigkeit, der Tristesse, des einst stolzen Wirtschaftsstandortes, dieses aufziehenden Klimas der Unfreiheit. Die Strategie aus 2015 in moralischer und intellektueller Selbstüberhöhung gegen das Volk und der Nutzung autoritärer Instrumente zu regieren, setzte sich mit Zielsicherheit 2020 und 2021 fort. Und die Rechnung wird deftig. Die einst stolzen, übermächtigen Volksparteien CDU und CSU sind entstellt, um ihre einstigen Unterstützung längst entleibt. Der einst bürgerliche Wähler um seine politische Heimat beraubt. Und sie, die in einer linksfaschistischen Diktatur sozialisierte Merkel, legte das Fundament für die Wiederkehr der längst am Komposthaufen der Geschichte gelandeten Untoten, der Grüninnen, versenkt durch die Gnade des Wählers, exhumiert durch die Kampagne der schwedischen Asperger-Apokalypse, Gretel Thunberg, wieder zur alten Stärke gefunden durch die Fehler Merkels. Und hinter den netten Gesichtern von Baerbock und Habeck, nein, dabei handelt es sich nicht um die Gattung neuer Holzwürmer, verbirgt sich die alte, reine Lehre der Linken. Behübscht. Um nettes Beiwerk, umweltbewegte Idealisten, hinter der Pflege der Gänseblümchen auf der Wiese, der Erhaltung natürlicher Flussläufe, dem außer Streit stehenden Tierschutz, also Forderungen, die nach den Jahrzehnten der Umweltschutzbewegung in jeder vernünftige Mensch unterschreiben kann, steht bei den GrünInnen Bevormundung, Entmündigung, Verbote, Enteignung und Massenzuwanderung. Nach den Jahren der autoritären Alten drohen nun Verbote, die tief in die Privatsphäre der Menschen hineinreichen. Steuererhöhungen, die den Menschen die letzten Euros abverlangen. Verbote, die den ureigenen Lebensbereich des Volkes betreffen. Und eine geförderte Massenzuwanderung, gegen die 2015 ein Kindergeburtstag war. Liebe Deutsche, es ist kein guter Ausweg. Nur aus Ärger über die Wahnsinnigen der CDU und CSU gleich Selbstmord zu begehen. Unglück beantwortet man nicht mit Fatalismus, sondern immer mit Vernunft.